Willkommen in Bengo Campo 2022. Bengo Campo ist einfach ein Ort, wo Kinder von verschiedenen Nationalitäten, verschiedenen Farben, ist für alle. Die ganze Welt ist willkommen bei Bengo Campo. Die Kids haben eine Woche wie Profi. Sie bekommen ein T-Shirt mit einer Rücknummer und den eigenen Namen, wie sie wünschen. Sie haben eine Apotheke, die schaut für die ganze Woche für die kleinen Bobo. Wir haben ein Menü, das kontrolliert ist von Montag bis Freitag. Und ja, genau wie die Profis. Sie können diese Zeit benutzen mit einem Ball. Und dann sie können andere Jungen kennenlernen, tauschen von anderer Kultur. Und dann, das ist einfach eine große Idee. Ja, es sind sehr schöne Erinnerungen. Ich war früher auch, vor allem in den Sommerferien, in so Fußballcamps. Und wie ich es vorher schon den Kindern gesagt habe, es ist schön zu sehen, dass es immer noch in dieser Form existiert, dass so viele begeisterte Kinder jeden Tag Fußball spielen können. Es freut mich wirklich, das zu sehen. Ich glaube, schon als Kleiner mal einen kleinen Wettkampf zu haben, die Sachen müssen zu gewinnen, die Sachen zu fühlen, wie es ist, um etwas zu gewinnen. Und ja, genau, ich glaube, aber hauptsächlich um Spass, würde ich sagen. Ja. Ich bin hier, dass ich muss schauen zu anderen Kindern, dass wenn sie schaffen gut, sie können auch selbst Profifußballer werden. Und ich denke, das ist sehr schön, einen Kampf so zu haben, warum du kannst mit anderen Jungen spielen, schauen, welches Niveau du hast. Und das ist sehr gut. Ja, ich glaube, die Freude der Kinder ist sicher das Schönste zu sehen, wie sie sich freuen, mal einen Profi zu treffen, ein Autogramm zu holen. Das ist sicher die hauptsächliche Motivation, dass es mega schön ist, etwas zurückzugeben. Ja, meistens die Unterschriften für die Kleinen und die strahlenden Gesichter halt. Also, egal wo dass ich hingehe, egal ob sie mich jetzt vielleicht kennen oder noch nicht kennen, sie haben alle extrem Freude daran und darum mache ich das auch mega gerne. Ja. Fußball finde ich cool. Es ist ein Mannschaftssport, es ist Kontakt mit anderen Leuten. Ich glaube, der Wettkampf, die Fans, die Stadien, ich glaube, alles kommt dazu. Ja. Wie der Roman vorher gesagt hat, einfach immer Spass haben, immer sich selber bleiben, hart arbeiten, so viel geben, wie man bereit ist halt zu geben und auf den Trainer hören. Also ich bin da seit es gibt, also das siebte Mal. Ja, ich habe den Bengo kennengelernt. Wegen ihm hat mir eigentlich auch geholfen, in den FC Winterthur zu kommen. Und ich habe auch alte Kollegen wieder gesehen und das macht mir einfach Spass. Also ich finde es cool, dass man Fußball spielen kann und coole Freundschaften machen kann. Und ich finde es auch cool, die speziellen Events, zum Beispiel der Robokeeper und das Dartspiel, habe ich auch cool gefunden. Am Bengo Campo gefällt mir, dass ich neue Freunde kennenlerne, neue Personen. Mir gefällt es sehr gut, weil da hat man sehr viel Spass und man lernt neue Leute kennen. Also das Jahr, letztes Jahr haben wir nur gemästet und dieses Jahr haben wir auch Kondition gelernt und Ballkontrolle. Und das hilft mir auch im Training. Was ich sehr cool gefunden habe, dass wir unser Team besser kennengelernt haben und neue Spielstatistiken gesehen haben. Am besten hat mir gefallen, mit Freunden Fußball zu spielen. Am meisten hat mir gefallen, das Match gegen die Gruppe 12. Mein Highlight von diesem Jahr war das Torwandschiessen. Also ich habe gelernt, ein bisschen besser jonglieren und das hat mich gefreut, weil ich es sehr gut konnte. Dass man mehr miteinander spielen sollte und nicht gegeneinander und auf jeden Fall miteinander reden sollte.
Ich finde es sehr cool, da mitzutrainieren. Es macht sehr Spass und es hilft mir auch ein bisschen. Ich finde es halt cool, wie man im Team zusammenspielt. Es ist auch ein Sport, der mich festgenommen hat. So, ich kann nicht mehr loslassen. Ja, es hat einfach mega Spass gemacht und Fußball ist meine Leidenschaft. Mit Fußball muss man im Kopf denken. Und ja, es ist nicht nur, wie schon gesagt, nicht nur Sport, sondern auch Strategiespiel. Ich freue mich schon sehr auf nächstes Jahr. Dann gibt es wahrscheinlich wieder Profis, die kommen. Und auf Challenges freue ich mich auch. Ja, ich freue mich wieder. Ich freue mich auch auf Prominente und auf mein Team, in dem ich wieder bin. Ich kann den Kindern auf den Weg mitgeben, sicher immer Spass am Fußball, sehr hart arbeiten, immer weitermachen, dass es keine einfachen Zeiten gibt, dass man auch durch die durchgehen muss, aber immer Spass haben muss. Ich möchte nur zu den Kids weitergeben, diese Werte, die ich immer hatte. Respekt ist für mich das Wichtigste. Bingo Campo! Bingo Campo! Bingo Campo! Bingo Campo! Bingo Campo! Bingo Campo!